Thank you.
Holzstaatsmann, tollen Wandertag. Und zwar kommt er hier von Hanau aus runtergefahren, von Hessen ab nach Bayern. Und hier bei Alsenau Nord, da fahrt ihr runter, hier rüber, bis nach Michelbach, dann weiter Richtung Mömpris. Und jetzt gehen wir mal näher ran. Genau, dann kommt hier das Abzweigung, eine kleine, zum Klärwerk und zu so einer Fabrik. Hier ist die Karl, das ist Karlgrund. Schönes Tal ist das, Leute. So, und hier parke ich an diesem Parkplatz nicht immer ran. Genau da. So, jetzt gehen wir hoch. Also, ich möchte gerne hier zum Berggasthof. Da laufe ich hier vor. Hier dann um den Wald rum. Dann hier rüber. Hier ist ein Steinbruch. Und hier haben sie einen See gemacht. Also, der ist wirklich wunderschön. Dem lauft ihr vorbei, da kann man, aber das seht ihr nachher alles. Dann geht es hier weiter hoch und dann immer weiter hier diesen Weg lang bis hier zum Berggasthof. Da esse ich dann was, genieße den Ausblick und dann laufen wir hier weiter runter. Dann kommt hier die Bildeiche, was immer das, also das habe ich auch fotografiert, das Teil. Dann lauft ihr hier weiter rüber, dann kommt ihr zur Schanze. Dann geht es hier, also hier, das ist nicht wirklich wahr, wie es hier so eingezeichnet ist. Aber hier geht es wieder so zurück. Und anstatt hier wieder, laufe ich dann hier die Abkürzung direkt zum Auto. Na, und wenn ihr dann ziemlich groggy seid und kaputt seid, wunderbar. Dann könnt ihr nämlich die Bundesstraße zurückfahren, das mache ich sehr oft. Muss ich sowieso davon abgesehen. Und fahre hier die hier runter durch das Industriegebiet durch an den Meerhofsee. Und der Meerhofsee, also das ist wirklich ein tolles Strandbad. Ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Dann könnt ihr auch eine Runde schwimmen gehen. So. Aber das habe ich heute nicht gemacht. Also, auf geht's. Gucken wir mal, wo ich lang bin. Na. So Leute, da hinten laufe ich los in dem Tal. Dann laufe ich den ganzen Hügel hoch bis da zur Turmspitze. Da gibt es ein feines Fressi-Fressi. Und da ist er. Und dann geht es wieder zurück. Und zwar vorne rum wieder ins Tal. Na, auf der anderen Seite laufe ich hoch. Das habe ich heute vor. Das ist im Spessart und das ist der Hahnkamm. So Freunde, auf geht's! Ich laufe jetzt hoch zum Hahnkamm, wie ich euch eben schon gezeigt habe. Das geht jetzt hier wunderschön da hoch. Und der Start fällt auch nicht besonders schwer, weil hier willst du ganz schnell weg am Parkplatz. Weil hier ist die Kläranlage hinten dran. Also auf geht's. Zu essen habe ich ausnahmsweise nichts mit, außer ein paar Pfirsiche. Weil da oben ist heute Schnitzeltag. 10 Euro Schnitzel. Da muss sogar ich mal zuschlagen. Also auf geht's. So, da unten links komme ich her, da in das Tal links rein, so ungefähr 1,5 Kilometer ist die Kläranlage. So, und wir laufen jetzt hier das Seitental hoch, hinter den Hahnkamm. Und ja, dann kommt es hoch. Aber ich gehe jetzt wieder hier runter in den schattischen Weg, weil es schon echt heiß heute. Von der Kamera ist natürlich auch gleich alle. Super. Ja, hier kannst du schön relaxen. Aber wir müssen weiter. Bis hoch auf den Gipfel. Also, auf geht's.
einen Rundblick nach mein Frankfurt da hinten. Ich muss mal ran. Wieder weg. Und dann weiter. Einmal rum hinter nach Darmstadt. Und die Spessarten eigentlich so Odenwald. Geschafft. So, und jetzt gehe ich da unten meinen Schnitzel essen. So, jetzt laufe ich auf dem Kamm bis zum Ende und dann geht es wieder runter zum Klärwerk. Und wieder ein Flugzeug. Geil, Rhein-Main-Gebiet halt, ne? So, das ist die Südseite vom Hahnkamm. Da ist der Wald ziemlich im Arsch, wie ihr seht. Also es sind ganz, ganz viele Stellen, die so aussehen. Aber die Bank hat man für Klimaleugner auf die Nordseite gestellt. Da sieht der Wald gut aus. Okay, eigentlich ist es nicht lustig, ne? Das ist halt so. Das hier wird schwierig. Es wächst zwar nach, aber wir werden mal sehen, was passiert, ne? So, jetzt bin ich gleich wieder am Auto. Von dem See aus sind es noch eine halbe Stunde. Das sind so die letzten paar Meter. Und hier geht man ein paar Meter doppelt. Also hier kreuzt sich der Weg außenrum. Und ja, an dem See mache ich immer noch mal kurz Päuschen. Nach einer halben Stunde bin ich beim Auto. Und dann war es das. Also der Hahnkamm ist ganz toll zum Laufen. Kann ich euch nur empfehlen. Wirklich gut. Was ich schade finde, früher habe ich immer so ein kleines Netz dabei gehabt, um mein Messer, um Pilze zu sammeln. Pfifferlinge, mal ein Täubling, mal ein Hexenröhrling. Mal gucken, was so da schon rumsteht. Das brauche ich seit 5 Jahren nicht mehr machen. Also hier gab es letztes Jahr ja ein paar Steinpilze, Sommersteinpilze habe ich gesehen, 3-4 Stück. Und der Rest, nein, wächst nicht mehr im Sommer. Zumindest hier bei uns. Schade. Also, trotzdem war das ein Bombentag. Mir hat es wieder Spaß gemacht. So eine Sauerstoffdusche im Wald ist immer klasse. Und jetzt geht's heim zum Bübchen. Der will schon wieder bekocht werden. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss. So. Ja, ihr habt gesehen. Kein Speiseplan diesmal. Kein Rezept. Nö. Ich habe ja gesagt, entweder wandern oder ich koche und das möchte ich auch so beibehalten, sonst ist es ja eine Koch- und Wandershow und mit Modellbahn nebenbei, das wollen wir natürlich nicht. Ja. So, jetzt bin ich natürlich der Typ, der gerne noch eins draufsetzt, ne? Wenn, vor allen Dingen, wenn es da Diskussionsbedarf gibt. Und den gab es, das war das Video zweite vor, Jürgen Schwäbische Eisenbähnle. Bye bye. Ja, da haben mir viele nette Leute geschrieben. Ja, viele waren es jetzt auch nicht. Also ich habe geguckt, bei den Kommentaren weit über die Hälfte, 3/4 mindestens. Das ist ja schon meiner Meinung. Ich habe auch Abonnenten verloren. Auch das ist nichts Neues bei mir. Ich der AfD gesagt habe, dass die ich auch Abonnenten verloren. Ich habe mit mehr gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Was soll ich eigentlich noch machen, damit die Leute endlich kapieren, dass es mir daran eigentlich nicht liegt? Ja. Egal. Also, jetzt, ich muss doch mal. Also, ich war auch bei Jürgen Schwäbische Eisenbähnle drauf, muss sagen, danke so, falls ich Fans habe. In dem Sinne haben sich alle relativ anständig benommen, zumindest das, was ich gelesen habe. Da ging es nicht wirklich unter die Gürtellinie. Jetzt kommen wir mal zu den Fans von Herrn Rudek. Also, was haben die zum Beispiel geschrieben? Mache ich jetzt auch wieder öffentlich. Ist ja so. Ist öffentlich YouTube. Tut mir leid, dass es so ist.
Also, da hat mir der Jürgen Niersdorf geschrieben. Warum wird der Kanal nicht abgestellt? Ich kann Bock haben. Des Weiteren wundert es mich, dass Merkel dich noch nicht angezeigt hat. Musst du Merkel ihn fragen, nicht mich. Das ist auch nichts. Öffentlich jemand so rund zu machen, geht gar nicht. Kanal abschalten. Du musst es A hier nicht gucken und B, ich habe den Herrn Rudeck persönlich, soweit ich weiß, nicht angegriffen. Auch nicht beleidigt. Ich habe nur gesagt, was ich von seinem Test halte, von seinem Kanal halte. Wer bei YouTube was hochlädt, Entschuldigung, ist öffentlich. Und keiner weiß das besser als ich. Weil wie der, ich nenne sie mal so, der Jörg Niersdorf, Jürgen Voller, Nick Fury, geil. Und der Helmut Kohl war auch gut. Oder auch die Frau Hudeck. Wo wart ihr, als ich beleidigt wurde? Bis zum geht nicht mehr. Ja. Wir arbeiten sie nacheinander ab. Also, der Jürgen Voller hat geschrieben, du hast immer wegen deiner Aufrufe auf die Kacke gehauen. Selbst der Dortmunder Junge hat mehr als du. Der kann leider mit Zahlen nicht umgehen, würde ich sagen. Ne? Aber er kann YouTube schreiben. Großer YouTuber, höchstens dein Bauchumfang. Für die paar Kröten machst du das lächerlich. Da hat er recht. Mit beiden. Erstens, ich habe einen Mordsbauchumfang, aber er schrumpft im Moment. Und das Zweite, ja, für die paar Kröten machst du das hier wirklich nett. Hat er vollkommen recht. Also Jürgen Voller, wir sind uns eigentlich mit vielen einig. Ne? Außer es mit Dortmund der Junge. Aber das ist natürlich, du gehst nochmal in die Grundschule und lernst bis 1000. Das kapierst du dann schon. So. Nick Fury. Löscht euch lieber. Jürgen hat Spur 1. Da fehlt euch das Geld. Deswegen, ihr Spanspur-Rambos, macht ihr hier ein Fass auf. Hey. Der Jürgen hat keine Spur 1 mehr. Sein Mitkanalbetreiber, weil sie haben Wert drauf gelegt, dass sie den Kanal ja zusammen machen, ist gegangen und hat seine Spur 1 mitgenommen. Das war natürlich ganz friedlich. Oh, jetzt geht's Telefon. Scheiße. Geht gleich weiter, Leute. Scheiße, da sind immer noch Leute bei mir anrufen. Was muss ich eigentlich noch machen? Also nochmal hier, der Nick Fury. Ja, löscht euch lieber. Jürgen hat Spur 1 und da fehlt euch das Geld. Deswegen macht ihr Schmalspur-Rambos nun ein Fass auf. Das mit dem Geld, da kommen wir nachher nochmal kurz, das müsst ihr euch merken. Und ja, wie gesagt, der ist weg, der Herr Retro, Dr. Retro. Ja, und komisch, hat noch nicht mal Zeit gehabt, auf Wiedersehen zu sagen. Das kann sich jeder denken. So sage ich nichts zu. Dann hat mir mein alter Kanzler, den habe ich immer gewählt, der Helmut Kohl. Also der Helmut Kohl hat mir geschrieben, Jürgen kann es eben besser als ihr und das passt euch nicht. Ja, frage ich mich, warum ich schon eigentlich am Anfang so viel gefördert habe, wenn mir das nicht passt. Nur was er heute sagt, das passt mir nicht mehr. Ja? Außerdem, wer wild alle Epochen und Länder mixt, E-Loks ohne Oberleitung fährt und sonst wenig Ahnung vom Vorbild hat, sollte sich nicht Modellbahner nennen. Bestenfalls Spielkind. Das bin ich. Und wer mit Maggi und Fleisch aus der Plastik kocht, ist eben ein Banause. Banause ist ein Hartschimpfwort, du. Kenn ich bessere. Aber egal, ich will jetzt hier kein Schimpfwort-Bashing anfangen. Maggi will der Thomas immer. Und ich gebe ehrlich zu, ich mach gern Maggi immer in die Kartoffelsuppe, mache ich sie gern zwar manchmal auch gerne ein bisschen in die Erbsensuppe. Aber das mache ich in meinem Teller persönlich. Kochen tue ich mit Maggi nicht. Tut mir leid. Oder beim Asiatischen gibt es Maggi scharf. Da gibt es so zwei, drei Rezepte, glaube ich, wo ich das mit dran mache. So, unwichtig. Also Maggi, tu mal.
Und das andere, ja, was soll ich dir jetzt sagen? Ich will dir jetzt dein Weltbild nicht kaputt machen, aber der liebe Jürgen hat auch keine Oberleitung, er mixt auch die Epochen, also ja, jetzt verstehe ich da den ganzen Text ehrlich gesagt nicht. Aber es ist halt wie die meisten geistlich verwirrte Personen. Na, hoffentlich ist es dann wieder eigentlich. Schon mal so ein Eier gehabt. Gut. Dann, das ist jetzt USA XY ungelöst. Das sind ja meistens die am schlimmsten beleidigen. Ekelhaft, wie Merkel und andere als Trittbrett für das eigene Versagen im Leben herhalten muss. Boah, weißt du, dass ich ein Versager bin? Das ist mir jetzt neu. Dass euch Jürgen nicht passt, kann ich gut verstehen. Er hat alles, was ihr nicht mehr erreichen könnt. Verstehe ich jetzt noch. Gut, ich gebe zu, so am Bodensee wohnen, das wäre schon cool, aber das kann ich nicht. Da hätte mein Sohn was zu gehen und auch meine Ex-Frau, weil dann das Kind da unten am Bodensee wäre. Ja, das... Ach, meine Mutter wird da ein bisschen Stress machen. Also, da hat Monsieur Unbekannt natürlich schon meinen Nerv getroffen. Aber ey Gott, was das ist, wenn mein Sohn erstmal alt ist und geht. Habt ihr geht, das konnte vergessen. Das ist wie die anderen auch, ey. Hier im Haus, in Paris. 27 Jahre Ingenieur, wohnt bei den Eltern, ey. Der zieht nicht aus. Das könnte knicken. Egal. Ist halt so. Ist die Jugend von heute. Hotel Mama. Ist halt einfach geil. So. Jetzt haben wir also die Vollpfosten abgearbeitet. Jetzt kommen wir zur Frau Rudek. Die hat mir auch geschrieben. Wenn es denn die Frau Rudek war, ich weiß es nicht. Ist auch nur hingeschrieben. Aber ich gehe immer davon aus, dass mir die Leute die Wahrheit sagen. Ich kann Ihnen versichern, dass mein Mann jede einzelne Schraube selber verbaut hat. Na gut, ich erinnere mich am ersten Telefonat, dass er mir mal gesagt hat, die Unterkonstruktion hätte die Schreiner gemacht. Und selbst da würden die Loks Probleme haben, mit hochzukommen. Daher habe ich das. Ob er das nur gesagt hat, keine Ahnung. Aber wissen Sie was, Frau Rudek? Geschenkt, von mir aus kann der auch das Space Shuttle gebaut haben. Weil das, Frau Rudek, sind die ganzen Zahlen, die Sie mir jetzt schreiben, nicht das Thema, von dem man gerne ablenken möchte. Das Thema ist, dass Ihr Mann behauptet, dass die 52er eine Mods Zugkraft hat und wer das nicht kann, ist halt ein bisschen blöd zum Bauen. Darum geht. Das ist das Thema. Alles andere sind Nebelkerzen, die gern geschmissen werden, um den Herrn Schulze ein bisschen schlecht darstellen zu lassen. Netter Versuch. So. Es war nie ein Schreiner an der Anlage tätig. Gut, wie gesagt, von mir aus, mir scheißegal. Ob jemand Geld hat oder nicht, spielt keine Rolle. Frau Rudek, ich versichere Ihnen, es ist mir scheißegal, wie viel Geld ihr habt. Das interessiert mich null, hat mich auch nie interessiert. Und ich habe auch nicht beim ersten Telefonat erzählt vom mein Haus, mein Boot, mein Ding. Das war ihr Mann. Ja? Aber es ist immer lustig, dass das, wenn es dann umgekehrt kommt, geht das nie jemandem was an. Wenn es aber meinen Erfolg widerspiegeln soll, da kann nicht oft genug und groß genug geprahlt werden. Das bringe ich mal auf den Punkt. Aber in seinen Videos macht er das jetzt nicht. Muss er auch nicht. Komme ich auch gleich zu. Mein Mann hat sich das aufgrund seiner Lebensleistung verdient. Auch das habe ich nicht mit einem einzigen Wort in Frage gestellt. Das Einzige, was der Thomas gesagt hat, bei all deinen Möglichkeiten, machst du dann gerade mal ein Brett und Rampe. Da hatte Thomas recht. Und Möglichkeiten hat jemand. Sie haben es gerade selbst geschrieben, dass er ja Mods Lebensleistung hingelegt hat. Aber auch die Scheiße interessiert mich überhaupt nicht. Das ist echt. Und lebt nun seinen Modellbahnleidenschaft aus. Ja, ich weiß. Sollte vielleicht doch mal die Finger von anderen Kanälen lassen, ne? Mit seiner 52er-Test. Ja, ihr Mann wusste genau, was er da macht. Nämlich mich ärgern. Das war sein Plan. Und da ist auch aufgegangen. Heute würde ich nicht mehr so ein Video machen. Heute würde ich es anders da machen. Das gebe ich ehrlich zu. Weil es hat ja böse Wellen geschlagen. Ich finde ihr Video grenzwertig. Ja, das glaube ich. Weil sie Menschen, die zu anderen Ergebnissen kommen, die sie persönlich angreifen und beleidigen. Also immer ganz ehrlich, Frau Rudek, ich habe ihren Mann nicht beleidigt. Er hat das Goldene Kleid gekriegt, dafür, dass er, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, und das sind eben Meinungen, Frau Rudek, null Ahnung hat, aber dafür unfassbare große Meinungen.
Dafür hat er das Goldene Glas bekommen. Für nichts anderes. Und nochmal, auch wenn man es immer noch nicht versteht, es ist der kleine Knick in der Anlage, wo eine Achse, die angetrieben ist, durchdreht. Und das ist das Thema. Weder wie viel Geld ihr habt, noch sonst irgendwas. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wenn ich meine Anlage, und das hatte ich auch erzählt, in der Halle gebaut hat, die Firma, die ich mal gehört hat, und dann mit Urlaube gezeigt, es tut mir leid, ich habe das Thema Geld mit Sicherheit nicht angesprochen. Ja? Das ist kompletter Quatsch. Aber wie gesagt, einfach mal, kann man den anderen schön schlecht machen. Ne? Aber das Thema geht hier um den einen Haftreifen und warum ihr Mann ausgerechnet die 52er Lok nimmt. Warum diese? So. Das Goldene Gleis können Sie mir schicken. Ich gebe es dann meinem Mann. Nee, das wird nicht passieren, Frau Rudolf. Das Goldene Gleis ist so ein Wanderpokal. Nur wandert der nie. Der wird einmal im Jahr vergeben. Ich wollte eigentlich meinen erst im Herbst vergeben, aber ihr Mann hat darum gebettelt. So, und wenn ich deswegen Abonnenten verliere, Leute, wie schon gesagt, das interessiert mich nicht weiter. Das sind so die Dinge, die mich an dem Video, wie sie bewegt haben. Ja, das auch. Auch der Thomas. Ich habe alle gefragt, machen wir es? Ja, wir machen es. Ich habe auch andere YouTuber gefragt, sorry. Auch die waren der Meinung, ja, mach's, ist nicht mehr als recht. Und meine Beleidigungen stecken lassen. Geht an mir am Arsch vorbei. Seit ich meinen Kanal habe, werde ich beleidigt. Ist halt so. Oh, hier ist was schief gegangen. Ist auch gut so. Ich muss jetzt zum Markt einkaufen gehen. Und jetzt haben wir es. Ich habe halt keine Profi-Anlage. Wo ist denn jetzt hier was passiert? Bitte nicht im Tunnel hin drin. Doch! Scheiße! Wenn ich das nicht, weil ich eben so böse war. Gut. Ich glaube, damit hier kann ich leben. Bin dann soweit fertig mit dem Thema Jürgens Schwäbischer Eisenbehändler. Na, aber Stellungnahme nehme ich natürlich zu meinen lieben Briefen, die ich hier bekommen habe. Es waren ja noch ein paar mehr. Habe ich auch schon immer gemacht und da bleibe ich mir auch treu, auch wenn es andere Leute noch mehr auf die Palme bringt. So, es waren hier keine drei Leute und, ach ja, doch das eine muss ich noch loswerden. Öffentlich. Der Herr Rudek hat seinen Kanal öffentlich gemacht. Damit ist er eine öffentliche Person, Leute. Das sind wie die Schauspieler. Hey, mich fotografieren. Da kommt die Scheidung. Es geht euch alles nichts an. Nee, Leute, so ist es aber leider nicht. Öffentliche Person, das sieht das Recht ganz klar. Aber ich hab ja nur seinen Kanal schlecht gemacht. Ihn ja nicht. Auch nicht seine Frau oder seine Lebensleistung. Das ist alles, was mir dann gern vorgeworfen wird. Nur, damit ich ein Arsch bin. Nee, er hat einen Scheißkanal. Fertig. Das ist meine Meinung und dazu stehe ich. Und jetzt kann jeder gucken, was er will. Das ist bei YouTube ja so geil. Macht's gut. Tschüssi. Ah, ja. Natürlich kommt jetzt auch nicht die ganze Zeit Videos. Ich gehe jetzt, morgen fahre ich in den Schwarzwald, dann gehe ich wieder wandern. Wo bin ich denn da? Bad Herrenalb oder so. Ja, genau, da geht's hoch. In dem Sinne, macht's gut.